Der nächste Teil ist noch Infrastruktur, nämlich ich habe mich irgendwann einmal furchtbar geärgert über Marketingmaßnahmen von diversen Herstellern. Ich habe leider es dann nicht geschafft, das irgendwo auf YouTube wiederzufinden. Die haben einfach damit Werbung gemacht, wie viele Millionen IOPS sie denn da können. Und Millionen IOPS ist zwar nett, aber wer braucht denn das? Und ich möchte jetzt einfach so ein bisschen einmal darüber philosophieren, was die Hersteller so anbieten, dann ein bisschen darüber diskutieren, vergleicht man jetzt Äpfel mit Birnen, weil nicht jeder Hersteller ist mit einem anderen Hersteller so schön vergleichbar. Dann werden wir ganz kurz für die vielleicht, die nicht so intensiv sich mit Oracle beschäftigen, anschauen, welche Arten von I/O macht Oracle eigentlich und welche davon sind Performance relevant und welche nicht. Und dann werden wir mehr oder weniger sehen, worauf kommt es bei einer Oracle-Datenbank eigentlich an. Das heißt jetzt nicht, dass ich keine I/Os brauche, so schlimm ist es, du sagst, dass man da null I/O macht, das ist auch nicht. Aber ich will keine unnötigen I/Os machen, darum geht es mir. Und das versuche ich herauszuarbeiten. Das heißt, schauen wir uns einmal an. Erste Überblick über die Hersteller, das ist bitte keine Wertung, keine Ding. Ich bin einfach hergegangen, was sind große Hersteller, die Produkte in dem Bereich haben. Habe jeweils ein Produkt herausgepickt, ohne jetzt zu wissen, ob das das Top-Produkt von dem Hersteller ist oder nicht. Einfach ganz genommen. Und habt jetzt einfach ein paar Vergleiche gemacht. Das ist ein Produkt von der EMC, wo ich jetzt relativ skaliert SSDs zusammenhängen kann, wo ich dann halt mit so einer Lösung mit 8 Kisteln 1,2 Millionen Apps rausbekomme, bei einer recht guten Latency. Die Latency werden wir dann einmal plaudern, wo die relevant ist. Die Anbindung ist wieder SAN oder SCSI, die können kein NFS, kein TIFS. Was heißt das? Ich kann da zum Beispiel nicht, das was bei der Firma Egger zum Beispiel extrem gut geht, was bei anderen extrem gut geht, Oracle NFS geht dort nicht. Hat Vor- und Nachteile, ist vielleicht für Datenbanken, für Oracle-Datenbanken jetzt durchaus gut, aber nicht das Optimale. Wenn man sich anschaut, das finde ich am Markt, also drei Paar, finde ich am Markt durchaus häufig, dass es irgendwelche Lösungen gibt. Die können halt dann auch eine ganze Menge IOPS, fast eine Million. Aber wenn man sich dann anschaut, die können da, wenn man sequenziell liest, 24 GB pro Sekunde. Die können bei fast die gleichen IOPS nur mit 3 GB pro Sekunde. Okay? Das ist nicht dasselbe. Ja? Und beide Hersteller machen was? Was promoten sie? Die Millionen IOPS. Ja? Da ist die Latenz ein bisschen schlechter, kann auch kein NFS, auch kein ZIFS, das heißt Windows-Files und so weiter, muss ich dazwischen einen Server setzen. Nimbus, wir stellen gerade um, das ist von der alten Generation bis zu 2 Millionen IOPS, das war nämlich die, wo man die Werbung so aufgeregt hat. Ja? Die schafft mit den 2 Millionen IOPS gerade einmal 12 Megabit pro Sekunde. Allerdings behaupten sie, sie schaffen 0,1 Millisekunde Latenz. Die Frage ist nur, wo messen die? Wenn man sich nämlich anschaut, ich habe dazwischen eine ganze Infrastruktur. Ich schaffe es bei Oracle nicht, in der Zeit den Block zu verarbeiten. Ich muss ihn anfordern, durch Betriebssystem raus, über die Infrastruktur, egal ob das SAN oder NAS ist, in die Storage und wieder retour. Das geht physisch gar nicht in der Zeit. Wer letztes Jahr bei uns auf dem Event war, da hat ein Kollege von der Cisco das schön einmal schematisch gemacht, wo verlieren wir denn die Zeit? Wo geht denn die Zeit drauf, die eine O braucht? Ja? Und da war ganz klar, 0,1 Millisekunde ist nicht ein realer Wert, den ich erreichen kann. Ja? Den kann ich vielleicht hypothetisch irgendwo messen, aber nicht real in der Applikation. Ja, halt extrem viel Anbindungs. Bottleneck ebenfalls. Kein NFS, kein ZIFS. Fällt Ihnen da schon irgendeine Regel auf? Die Dinge sind alle nur blockbasiert. Pure Storage, ja, ähnlich. Ja, die schaffen nur 300.000 IOPS. Ja. Auch hier wieder kein NFS, kein ZIFS. Aber wenigstens Eisgase können sie. Violin. 2 Millionen IOPS, auch die machen aggressiv Werbung damit. Allerdings auf einmal, ups, was ist da jetzt passiert? Die geben nur Millisekunde Latency an.
Ja? Jetzt kann mir einer erklären, ja, warum die einen sagen, wir schaffen es bei einer Millisekunde und die anderen sagen, wir schaffen es bei 0,1 Millisekunde. Klar, es hat irgendwas mit Rechenleistung zu tun, die in den Dingen drinsteckt. Ja? Aber ein Faktor 10, das ist mir dann irgendwo nicht ganz begreiflich. Auch hier kein NFS, kein TIFFs. Oracle Exadata. Ja, auch hier finde ich das Marketing in die Richtung ein bisschen aggressiv mit den IOPS. Ja. Ich habe die SSDs dann nicht gezählt, wobei, war nicht so schwer gewesen. 18 Storage Cell, jedes Storage Cell hat, müsste jetzt lügen, ich glaube 4 Flashkarten drinnen, also man hätte es ausrechnen können. Ich habe es den Datenblau nicht einzeln aufgelesen gefunden, das freut sich nicht geschrieben. Ja, 5,6 Millionen IOPS. Warum brauche ich 5,6 Millionen IOPS? Ich weiß nicht. Allerdings, sie bringen 1 Megabyte pro Sekunde das, was die Physik kann, die fahren mit dem InfiniBand, da geht schon was weiter. Auch hier, ich kann es für nichts anderes nutzen, ich kann es nur für die Oracle Datenbank nutzen. Was heißen jetzt diese Zahlen? Ne? Also, was sind IOPS? IOs pro Sekunde. Das heißt, wie viele IOs? Und das nächste Problem, die Hersteller sagen oft nicht, welche IOPS sie meinen. Sind es jetzt 4K, sind es 32K, irgendwas dazwischen? Ja? Was geben sie an? Das, was sie am besten ausschauen. Na klar. Was macht Oracle für IOs? Meistens 8K, wenn ich Default Blocks als vor. Was ist, wenn der Hersteller 4K Zahlen angibt? Dann kann ich die IOPS gleich halbieren, oder? Stimmt zwar nicht ganz, aber kommt hin. MB pro Sekunde, wie viel Megabyte pro Sekunde schaffe ich, das ist der Durchsatz. Ja, Durchsatz brauche ich eben so Sachen wie Backups, Full Table Scans. Da brauche ich Durchsatz. Data Warehouse, dort ist der Durchsatz relevant. Wenn ich aber interaktive Systeme habe, wo ich über Indizes zugreife, sind die IOPS das Wichtige. Und zwar nicht die pure Zahl der IOPS, sondern in Wirklichkeit die Latenz. Wie lange dauert es, bis der IO, den ich brauche, den Block, den ich brauche, bei mir ist? Nämlich wirklich bei mir. Was heißt das? Für meinen Benutzer-Server-Prozess verfügbar. Und wenn ihr schaut, Flash irgendwo, 0,3 ist sportlich, eine Millisekunde ist dann eher schon, da frage ich mich, warum ich Flash einsetzen soll. Die Netter bewegt sich da, je nachdem was man hat, 0,3, 0,4 haben wir durchaus gemessen. Bei einem All-Flash-System. Also bewegt sich da eher in unteren Bereich. Aber das ist das, wie lange es dauert, bis ein IO bei mir ist. Was heißt das jetzt, wenn ich 1000 IOs brauche? Damit es leichter rechnen geht, sage ich, wir brauchen eine Millisekunde. Das Statement, ich muss 1000 IOs machen. Brauche ich somit schon eine Sekunde nur für die IOs. Was ist, wenn die 1000 Blöcke im Buffer-Cache sind? Da brauche ich einen Bruchteil davon. Daher muss man schauen, dass man hier ein richtiges Setup findet. Dass man den Datenbanken das Memory zur Verfügung stellt, das sie wirklich brauchen. Ja? Das hilft aber nicht für alles. Das hilft mir für meine Applikation, aber zum Beispiel nicht fürs Backup. Ja? Dort hilft es mir nichts, wenn ich ein SGA habe. Das Backup muss immer von der Disk weg. Ja? Also je nachdem, was ich tue, muss ich halt entsprechend ein gutes Setup finden. SAN, 16 Gigabit, die meisten Storage-Hersteller haben eben SAN, Block-Storage. Was heißt das jetzt? Ja? Ein SAN mit 16 Gigabit, was State of the Art ist, schafft mir in etwa Megabyte pro Sekunde 2000. Warum nicht mehr? Naja, hohe mathematische Anforderung, ne? Rechnen wir die Gigabit auf Gigabyte um. Ja, rechnen noch die paar Prozent Overhead dazu, ja, dann kommt das raus. Ja, mehr geht nicht, sogar das erreicht in Wirklichkeit nicht ganz. Das heißt, wenn ich 8K-Blöcke ansetze bei Oracle, sind das 200.000 IOPS. Was heißt das jetzt? Damit ich in einen Datenbankserver beispielsweise 500.000 IOPS zusammenbringe, bräuchte ich was? Zumindest drei von den Dingen, die auch auf der Storage das problemlos geliefert bekommen. Ja, und wer hat schon drei HBAs drin? Ja. Wie schaut das aus bei Ethernet? 10 Gigabit ist aus meiner Sicht State of the Art für Backend.
Ja, nicht Client-LAN. Client-LAN fahren wir ja, WLAN mit, ich weiß nicht was, Wi-Fi, keine Ahnung. Aber im Backend ist für mich seit ein paar Jahren einfach 10 Gigabit State of the Art. Und das setzt sich inzwischen auch bei kleinen Unternehmen durch. Also wir haben Unternehmen mit 50, 100 Leuten, die fahren auch schon im Backend, zumindest 10 Gigabit. 40 Gigabit ist auch schon lange da. Warum ist es noch nicht weit verbreitet? Ja, weil die deutschen Hersteller bis jetzt das Problem gehabt haben, das können wir nicht saturieren. Ja? Das heißt, wir können von drehenden Spindeln, abgesehen vom Preis, wir können von drehenden Spindeln nicht so viel liefern, dass es einen Sinn macht. Ja? Jetzt haben wir aber keine drehenden Spindeln, jetzt haben wir fast immer was? Flash. Jetzt können wir es saturieren, jetzt können wir die Leistung auch wirklich ausliefern. Nicht alle, wie man sieht, ja, aber viele. Und da schaffe ich, wenn ich 40 Gigabit dann wirklich am Client anstecke, durchaus nette Zahlen. Ja? Setzt das wieder voraus, dass ich in der Storage entsprechend genug Leistung dahinter stehen habe. Für eine Million IOPS brauche ich aber dann was? Naja, dass ich eine Million IOPS brauche, brauche ich zumindest 4 Stück von 16 Gigabit SAN oder 7 Stück von 10 Gigabit oder 2 Stück 40 Gigabit Ethernet Adapter. Wer baut sowas in einen Server ein? Ja? Also sprich, die ganzen Werbemaßnahmen, die daherkommen, 1 Million IOPS für Oracle, 2 Millionen IOPS für Oracle, 5 Millionen IOPS für Oracle, ja, was bringt mir das? Ja? Ich werde keine Infrastruktur mir leisten können, die mir das auch wirklich an den Server ranbringt. Ja? Da geht es ja nicht nur darum, was die Storage liefern kann, ich muss es auch noch an den Server ranbringen. Ja? Das heißt, heutzutage wird keiner sich so etwas antun, abgesehen davon, dass wir es wahrscheinlich auch nicht brauchen. Warum nicht? Ja? Dieses IOs, die ich da mache, sind ja eine Arbeit für die CPU. Und jetzt schauen wir uns nur meinen Host an. Der Host muss was machen? Er muss eine IO-Request machen, der muss auf verschiedene Layers durch, der muss auf dem HPA oder auf der Netzwerkkarte raus und dann kommt wieder zurück. Und das geht alles auf die CPU in meinem Rechner. Wir haben bei einem BOC, zufälligerweise bei der 4 Mega, einfach mal geschaut, für 200.000 IOPS, was heißt denn das einfach, wie viel Rechenleistung brauche ich da in meinem System, um die nur zu machen? Ja? Gar nicht verarbeiten, nur die IOs zu machen. Und dann sind wir drauf gekommen, ungefähr 4 Cores. Na, ist okay, wenn ich sage, ich brauche 1 Million IOPS, dann habe ich somit 16 Cores. Die ich bei Oracle natürlich voll lizenzieren muss, bitte, um was zu tun. Nichts, außer IO. Da ist noch keine produktive Arbeit. Ja? Oracle wird sich freuen. Ja? Also da, ich kaufe mir jetzt meine unglaublich teure Anbindung für meinen Server, meine unglaublich teuren Server. Ich kaufe immens viele Oracle-Lizenzen dafür, dass ich IO machen kann. Ich glaube, das ist nicht das, was sie wollen. Sie wollen was machen? Sie wollen mit den Applikationen arbeiten. Wie schaut das aber aus, wenn ich jetzt ins Memory denke? Ja? Die CPU aufs Memory zugreift. Ja? Naja, da schafft aktuell Intel CPU in etwa 100 Megabyte pro Sekunde. Ja? 100 Gigabyte pro Sekunde. 100 Gigabyte pro Sekunde. Schauen wir mal schnell zurück. Was können diese Storage-Kisten da? 10, 9, 12, 3, okay. Das heißt jetzt was? Das heißt, dass eine lokale CPU mit lokalen Memory, je nachdem, was der Storage-Hersteller kann, schneller ist wie 10 Storages, die aber dann teilweise schon 7-stellig kosten. Okay, kleine Rechenaufgabe. Ganz, ganz einfach. Ja? Ich weiß nicht, was bei Ihnen Storage kostet, rechnen Sie sich 10-mal dieses Storage, den Preis aus. Ja? Dann schaffen Sie gerade einmal mit vielen Investitionen rundherum noch, dass Sie vielleicht unter Umständen auch nur annähernd dorthin kommen, wo Sie heutzutage mit einem CPU-Sockel hinkommen. Hallo? Da ist das Geld falsch investiert. Sie investieren Millionen dafür, dass Sie das schaffen, was ein nodiger Pizzabox-Server von Haus aus kann um 5.000 Euro. Man muss in Memory reinstecken. Und Memory, kommen wir dann noch dazu, ist etwas, was nicht alle Probleme löst, aber viele Probleme löst. Reduziert meine IO, schnellere Antwortzeiten,
höhere Benutzerzufriedenheit, weniger Probleme, weniger Aufwand beim Tunen, viele, viele Themen. Und dann findet man immer wieder Kunden, die haben auf einer Maschine mit 16 GB auch Datenbanken drauf rennen. Ich verzweifle. Das heißt, mit normalen aktuellen CPUs schafft man mehr, als sie sich jemals sinnvoll in ein Rechenzentrum reinstellen können, eine Storage-Leistung. Daher sollte man es auch entsprechend nutzen. Und vor allem, da habe ich dann Verarbeitung. Ja? Warum? Ja, weil die CPU kann das nicht nur lesen, sondern auch gleich nutzen. Das heißt, ich benutze meine Oracle-Lizenzen dafür, dass sie wirklich was Produktives machen. Oracle behauptet bei der Spark M7, warum soll ich behauptet? Ich habe es nicht nachtesten können, ist eine Spur mehr. Ja? Wobei, das sind jetzt 20-30%. Die Frage ist, braucht man das dann noch? Ja, All Latenz, ja, haben wir eh schon besprochen. Das Wichtigste auf der Folie ist der letzte Satz. Ja. Jeder I.O., den ich nicht machen muss, ist ein guter I.O. Ja, der spart nämlich wirklich das Wichtigste, das Geld, das wir eh nicht haben im Budget. Ja, was ich leider immer wieder sehe, ist, dass viele Firmen einfach falsch investieren. Es wird in irgendwelche Spezialhardware, in Spezialstorage, in investiert en masse. Ja? Nur dafür, dass man den I.O. macht, den man dann gekauft hat. Nicht die Performance an den Benutzer liefert. Nein, dass man den I.O. macht, den man bezahlt hat. Kommen wir dann noch drauf. Schauen wir uns mal kurz an, welche I.O.s macht eigentlich so eine Datenbank. Ja? Es gibt verschiedene Arten von I.O. und verschiedene Prozesse, die I.O. machen, und die machen immer verschiedene Arten von I.O.s und verschiedene Abhängigkeiten und so weiter, was das bedeutet. Oracle kennt grundsätzlich zwei Arten von I.O., synchron und asynchron. Synchron heißt jetzt was? Ich mache den I.O. und muss darauf warten, bis er fertig ist. Das heißt, wenn ich darauf warten muss, dass er fertig ist, kann ich in der Zeit nichts anderes tun. Synchron an I.O., der kommt aus Zeiten von letzten Jahrtausend. Ja. Manche Betriebssysteme wie NT bieten schon von Anfang an asynchronen I.O. an. Linux kann es auch schon seit ewigen Zeiten. Problem dabei ist, Oracle ist älter. Was heißt das? Die Oracle-Datenbanken wurden anfangs nur mit synchronen I.O. programmiert, weil es hat nichts anderes gegeben. Ne? Oracle ist ja schon deutlich über 30 Jahre alt. Und daher ist der Default auf den meisten Plattformen immer noch synchronen I.O. Das heißt, Oracle, die Prozesse machen immer synchronen I.O., weil man es einer nicht anders erlaubt hat. Das wissen die wenigsten. Wenn man nicht aufpasst, fährt man synchronen I.O. Es gibt inzwischen ein paar Ausnahmen. Wenn Sie zum Beispiel ASM haben, schaltet Oracle automatisch auf asynchronen I.O. um. Es gibt Betriebssysteme wie AX, da zwingt das Betriebssystem Oracle asynchronen I.O. zu nutzen. DNFS ist asynchron. Also es gibt schon Ausnahmen, aber wenn man nicht aufpasst und meine Datenbank liegt im File-System und ich habe geschlafen, wenn der Pfund halt 10 Mal gesagt hat, du musst bitte den Parameter da setzen, damit es endlich weitergeht, dann werden wir immer synchronen I.O. machen. Synchronen I.O., also Gegenteil, asynchronen I.O. heißt was? Schick den O-Request weg und warte darauf, dass er zurückkommt, mach aber inzwischen was anderes. Ja? Das geht in vielen Bereichen. Zum Beispiel, wenn ich einen Full-Table-Scan mache, dann schicke ich einfach die nächsten I.O.-Requests weg und bearbeite die aktuellen Blöcke. Und wenn da die nächsten Blöcke wieder zurückkommen, schickt schon den nächsten I.O. weg. Also geht aber nicht bei jeder Verarbeitung. Warum nicht? Was ist, wenn ich über einen Index verarbeite? Ich lese über einen Index in einer Tabelle. Dann kann ich nicht weiterarbeiten. Warum nicht? Weil wenn ich sage, über den Index muss ich den Datenblock lesen und der ist nicht im Cache, dann muss ich auf den Datenblock warten. Ich kann nicht sagen, den ignoriere und mache meinen nächsten weiter. Ich muss ja über den Index lesen. Das heißt, Indexzugriffe sind ein synchrones Verhalten. So, jetzt gehen wir einen Schritt zurück. Was heißt das jetzt eigentlich, wenn ich über einen Index auf einer Disk-Device lesen gehen muss? Wie viele Datensätze kann ich dann Worst Case lesen, wenn ich immer nur einen Block an Eindruck habe? Bei Spindeln sind wir bei ungefähr 10-12 Millisekunden. Da schaffe ich gerade einmal 100 IOs für meine Session. Es können 1000 Sessions parallel rennen, aber das interessiert ja mich jetzt nicht, weil ich muss in meiner Session warten. Wie schaut es bei SSD aus? Da sind wir bei Millisekunden darunter.
dann schaffe ich 1000 oder 2000 oder 3000. Ja? Wie schaut es aus, wenn es im Memory steht? Da sind wir bei 10.000, 100.000 Blöcke, die ich in der Zeit durchsuchen kann. Ja? Das heißt, Teilverhalten ist einfach, es geht nur synchron. Full-Table-Scan, asynchron. Ja? Gib mir die nächsten Blöcke, während ich verarbeite, warte ich auf den nächsten. Was macht der Database-Writer? Der Database-Writer ist der, wenn ich was geändert habe, im Hintergrund runterschreibt. Interessiert mich, wie lange der braucht, zum Abschreiben. Im Normalfall nicht, das macht er irgendwann. Es gibt ein paar Ausnahmen, das sind Bulk-Insert, Insert-Append und so weiter, wo der Database-Writer einfach sofort anfängt zu schreiben. Da ist die Schreibperformance schon relevant. Ja? Aber das sind eher so die Datenlademechanismen. Die normalen Verarbeitungen, die haben das Verhalten nicht. Das heißt, solange der Database-Writer in einer sinnvollen Zeit seine IOs los wird, ist mir eigentlich egal, ob der IO 1 Millisekunden, 5 Millisekunden, 10 Millisekunden, 5 Sekunden braucht. Es kann ihm wirklich wurscht sein, wenn der Database-Writer 5 Sekunden braucht. Solange sie eben keine Bulk-Operationen machen. Ja? Ich brauche dann nur was? Genug Cache, damit er halt das Backlog wieder wegkriegt. Ja? Aber trotzdem ist es wichtig, dass ich Async fahre. Warum? Was wäre, wenn ich 5 Sekunden brauchen, wieder Sync fahren würde? Dann würde das heißen, ich könnte alle 5 Sekunden genau einen Block schreiben. Ja? Das heißt, da ist es wichtig, dass man die Datenbank richtig konfiguriert hat, dass Async möglich ist. File-System-Caches könnten theoretisch helfen. Ja? Die haben teilweise Write-Back. Caches bedeutet aber was? Da sitzt noch einer dazwischen, der meine CPU am Datenbankserver abfackelt. Oracle freut sich, ich brauche mehr Cores. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass ich damit beliebt mache. Wie schaut es aus mit dem Logwriter? Der Logwriter schreibt in die Onalog-Files. Er schreibt ein Vielfaches von 512 Bytes, maximal 1 Megabyte mit einem IO-Request, das ist dahinter mehrere wären, ist ein anderes Thema. Und es ist immer Sync. Was heißt Sync? Der Logwriter muss warten, bis der IO fertig ist, bevor er den nächsten losschickt. Einfach um sicherzustellen, dass wenn ein Benutzer was committet, dass es auf der Disk steht. Das heißt, bei dem ist die Schreibperformance nicht irrelevant. Wenn ich 1 Millisekunde brauche zum Schreiben, dann schaffe ich nicht ganz 1000 Transaktionen. Warum nicht ganz? Ein bisschen Overhead haben wir auch noch rundherum, aber das heißt, der limitiert mir die Anzahl der Transaktionen, auch die Menge, die ich verarbeiten kann. Das heißt, da ist ganz wichtig, dass der eine gute Schreibperformance hat. Was ich immer wieder sehe bei Kunden, ja, wir haben zwei Rechenzentren, eins da, und die sind auseinander. Jetzt ist kein Problem, wenn sie wie bei euch, ja, was sind Luftlinie, was sind es, ein paar hundert Meter, Kilometer, da interessiert mich das nicht. Da ist die Laufzeit des Signals gering. Wir haben aber Kunden in Wien, der hat über 70 Kilometer zwischen seinen Rechenzentren. Ja, da kriegt allein die Laufzeit, also die Datenpakete da haben, ist fast 1 Millisekunde. Ja, das heißt, die haben das Problem wirklich gehabt, dass der Logwriter so langsam war. Die Storage-Truppe hat natürlich nicht geglaubt, dass es daran liegt. Wir haben dann Proof of Concept gemacht bei denen, haben von der Storage-Truppe nur lokale Disk angefordert, auch noch vorbei an der Storage-Virtualisierungslösung, sondern wirklich aus der Storage heraus direkt die Disks. Und siehe da, wir haben den 6 Wochen Durchsatz durchgebracht. Ja? Storage-Virtualisierung dazwischen schalten, nur mit einem 2 Wochen Durchsatz. Ja? Aufschalten, das andere Rechenzentrum, gleich schlecht. Ja? Hat der Punkt nur wieder mal recht gehabt. Ja, was macht der Kunde jetzt? Bei den performance-kritischen Datenbanken wird die Virtualisierung ausgeschaltet und er schreibt nur lokal. Macht eh nichts, weil er zusätzlich so Data Guard rennen, dass er übers Netz schickt. Nicht so tragisch. Archiver, der liest sequenziell in Megabyte-Stückel und schreibt raus in der Größenordnung, solange ich schaffe, dass der es wegarchiviert, bis der Logwriter wieder ins Logfeld kommt, ist das ziemlich egal. Für den Benutzerprozess, SQL-Verarbeitung, hast du bis jetzt gesagt, was lerne ich daraus? Jeden IO, den ich nicht mache, ist ein guter IO. Das heißt, Cache-Dresche sollte bei OLTP-Systemen deutlich über 91% sein.
Ich habe schon vor 2-3 Jahren aus einem anderen PHC von euch heraus, wo es darum gegangen ist, wie viel Memory braucht ein SAP, und 60 GB war nicht die Antwort. Da haben wir eben nachgewiesen, dass der Cache-Trash zwar bei 99,98, glaube ich, gelegen ist, dass wir trotzdem Statements gehabt habe, die im Sekundenbereich verankert haben. Ja, weil ich Millionen von IOs mache, sind trotzdem welche, die ich dann echt machen muss. Und da kann man entsprechend durch Cachen helfen. Ja, das heißt, bei der SQL-Verarbeitung, alles was ich in Memory habe, hilft mir natürlich, hier schnell zu sein. Database-Writer und Archiver sind meistens nicht kritisch, Log-Writer extrem kritisch. Das heißt, ich sollte hier auf zwei Sachen einen Fokus legen, dass ich mir anschaue, wie geht es mit dem Log-Writer? Ja, und das zweite ist, wie schaut es die Lese-IO-Latenz aus? Da liefert Oracle wunderbare Statistiken, unter einer Millisekunde, also zwischen 1 und 2, zwischen 2 und 4, zwischen 4 und 6. Ja. Und da sollte das Gros der IOs wohl liegen. Ja, eher bei den, bis 4 Sekunden geht es, glaube ich, bei den 4 Sekunden oben oder eher bei den 1, 2 Millisekunden unten? Ja, also eher bei den Millisekunden unten. Warum sind Millionen von IOs wirklich meistens sinnlos? Ich muss oft durch IOs mangelnde Funktionalität erschlagen. Was meine ich damit? Was ist, wenn ich hergehe und sage, ich muss eine 10 Terabyte Datenbank sichern mit Ermann? Dann muss ich 10 Terabyte lesen und 10 Terabyte schreiben, das sind 20 Terabyte, parallel zu meiner Verarbeitung. Was ist, wenn ich eine Storage habe, die das direkt kann? Mit Snapshotting-Technologie im Hintergrund wegkopieren. Dann habe ich genau 0 Terabyte geschrieben. Okay? Das heißt, diese nicht gemachten 10 Terabyte bedeutet aber auch, ich mache die IOs nicht, ich mache die Megabytes pro Sekunde nicht, ich habe die Laufzeit nicht, ich habe die Belastung nicht. Ja? Das heißt, je mehr Intelligenz ich in einer Storage-Lösung nutzen kann, umso weniger brauche ich IOPS. Ja, das heißt, wenn wir uns das jetzt anschauen, ich kann bei vielen Storages immer nur was machen. Ja, wenn ich SAN habe, kann ich nur was machen. Ich brauche ein Terabyte. Ups, das ist aus, ich brauche was? Naja, vielleicht das nächste Terabyte. Jetzt brauche ich aber nur 1,2 Terabyte. Was mache ich mit den 800 Gig? Die ich nicht brauche. Oder ich lösche Daten. So ich man löscht Daten. Ne? Echt? Kommt manchmal vor, ich lösche Daten. Ne? Macht dann eine Reorg in der Oracle-Datenbank. In der Oracle-Datenbank schrumpft das Ding zusammen auf die Hälfte. Wie schaut das bei einer SAN-Storage aus? Den Platz kriege ich nicht mehr frei. Ne? Snapshotting. Eben als Teil einer Backup-Lösung. Ne? Wie ich schon gesagt habe. Wenn ich eben die Datenbank über den Datenbank-Server sichern muss, dann kostet mir das dort IOs und Megabytes pro Sekunde. Und das Schlimme, Oracle-Lizenzen. Ja, ich verbrauche dort Rechnerleistung für etwas, was mir nichts bringt. Ich habe ein Backup, okay, jetzt bringt mir schon was, aber für den Endbenutzer nichts bringt. Ja. Manche Lösungen bieten nur lokale Snapshots an, was heißt das? Ich kann zwar eine Kopie machen, wer hat VMware? Bei VMware kann ich bei der VM was sagen, wenn ich VM die Kasse habe, machen wir einen Snapshot. Ja? Genau, wie viel? Sinnvoll? An. Ja? Das hilft mir jetzt nicht wirklich weiter. Ich kann darauf kein Backup-Konzept aufbauen. Na klar, ich kann jetzt den Snapshot wegkopieren, okay, aber geht wieder über meine Infrastruktur drüber. Ich kann halt zum Beispiel sagen, ich mache jeden Tag einen Snapshot. Habt schon mal probiert, bei so einem Snapshot auf einem VMDK dann den Snapshot wegzunehmen zu bleiben, wenn da was passiert ist? Ne? Also ihr macht so einen Snapshot, keine Ahnung, vor ein Upgrade, dann macht es ein Upgrade, das greift viele Daten an, es war erfolgreich, ihr geht in die Produktion und dann sagt es, jetzt einmal den Snapshot wegschmeißen. Ui, das dauert lang. Das kostet viel Kraft. Warum? Zu dem Zeitpunkt, wo ich im VMware einen Snapshot anlege, passiert was? Alles, was geändert wird, wird in ein Journaling-File geschrieben. Und wenn ich den Snapshot dann integriere, wird das Journaling-File der Reihe nach abgearbeitet.
Das heißt, ihr macht deine O zuerst um Schreiben ins Journaling, dann macht deine O, um das Journaling zu lesen und die Änderung dann wirklich zu schreiben. Perfekt. Ja, da brauche ich meine Megabytes pro Sekunde. Mache ich das aber in der Storage, intelligent, belastet es mir meine Server nicht. Ich brauche die IO-Leistung nicht bis zum Server. Ja? Beispiel Exadata. Ja? Exadata wird von Oracle massiv als Konsolidierungslösung für alle ihre Datenmengen angepriesen. Jetzt, ich bin kein Feind von der Exadata. Ja? Ich sage nur, das für alle Datenbanken, das stimmt nicht. Die Exadata spielt wann ihre Karten gut aus. Im Data Warehouse. Ja, wo ich parallelisiere, wo ich Full-Table-Scans habe, wo ich SQL offloaded zu Sales machen kann. Dort ist die Exadata gut. Im OLDB, interaktive User, ja, im Schnitt zweimal schneller wie Blend Metal. Ja, dafür ist es ein bisschen teuer. Ja. Das Problem ist, und das haben wir gerade bei zwei Projekten bei Kunden, ja, die Datenbank-Server kommen mit extrem viel Cores daher, aber standardmäßig nur mit ganz wenig Memory. Die neueste Generation, die X6, kann man jetzt immerhin schon auf 1,5 Terabyte erweitern. Die X5 waren leider nur 768 GB. Was heißt das jetzt? Wenn ich viel Datenbank konsolidiere, wenn ich zu Matthias gehe und sage, lieber Matthias, alle deine Datenbank, alle knapp 70, da haben wir jetzt auf einer Exadata mit 1,5 Terabyte konsolidieren und das ist schon der Maximalausbruch. Da fällt man wieder Lochkrampf tot um. Das hast in, weiß nicht, zwei Datenbanken, drei Datenbanken, braucht er das. Das braucht er. Ja, okay. Das heißt, wenn ich das jetzt aber nicht als Memory habe, man braucht es offensichtlich. Ne? Batch, was für Verhaltung war das? 16 Stunden auf eine Arbeit, nur durch Memory. Die brauchen das wirklich. Was heißt das jetzt bei einer Exadata? Ist ein Schei oder dabei, aber ihr braucht es wirklich. Ja? Und es hilft mir gar nichts, wenn ich solche Systeme auf einer Exadata konsolidiere. Ja? Weil ich dort das Memory nicht habe, das ich brauche. Ja? Wenn ich darauf aber jetzt ein großes, fettes Data Warehouse fahre, so wie es ein großer Mobilcom-Provider in Wien macht, die mit 30 Terabyte Data Warehouse da drauf fahren, und das ist das einzige Datenbank, da drauf rennt, da macht es Sinn. Da schnuckelt es, da performt es. Ja? Ja? Da brauche ich die Millionen IOPS, weil ich schaffe es nicht ins Memory. Ich muss das in die... Ja? Daher, Exadata hat ihre Vorzüge. Es gibt Situationen, wo ich sage, da passt die wirklich super. Nur bei den meisten Projekten, wo ich dann involviert werde, meistens, wenn das Ding schon gekauft ist, muss ich leider feststellen, hätte es vor dem Kaufen rennen können. Das kann man eleganter, besser, schöner lösen. Wie könnte man es anders lösen? Was ist, wenn ich jetzt wirklich sage, okay, ich brauche viel IOPS, ja, weil ich habe ein Data Warehouse, sagen wir mal 30 Terabyte, und dieses 30 Terabyte Data Warehouse, das schaffe ich halt einfach nicht ins Memory. Das geht heutzutage nicht. Was kann ich da machen? Naja, ich kann hergehen und sagen, okay, ich nehme mir zum Beispiel von Samsung die aktuellen PCI-Karten. Da kriege ich ihnen zwei Höheneinheiten-Server, nein, nicht zwei, vier Höheneinheiten-Server, glaube ich. Da kriege ich mindestens einmal vier rein. Ja, Kopfrechnung, 4 mal 6, ha, wo hat der bloß die 30 Terabyte her? Geht sie mit dem Quatsch hier aus? Das heißt, ich kann da die ganze Datenbank lokal auf diese Dinger legen. Und da schafft aber jede von denen 1 Million IOPS. Ja, die kosten da Geld, ja, die kosten, ich habe es jetzt nicht genau mit, knapp an 10er. Das heißt, das kostet mich 40.000 Euro. Vergleichen wir mal mit einer Exadata. Kostet 2, 3, nicht mehr. Und ich kann dann alles jetzt lokal haben. Wann kommt der Einwand? Ja, aber Backup, Verfügbarkeit. Was ist, wenn das Ding kaputt ist? Das heißt da. Mhm. Das heißt, ich muss was machen? Ich muss eigentlich meine Datenbank noch irgendwo anders haben. Ja? Naja, es gibt ja vorrangig mehrere Lösungen dafür. Ich kann zum Beispiel hergehen und sagen, okay, ich lege mir jetzt nicht die Datenbank auf die Flashes in meinen Server, sondern die Datenbank liegt auf einer Storage. Aber ich erweitere mir
meine SGA und mit der Oracle Smart Cache Funktionalität, was heißt denn das? Da wird der Buffer Cache, den ich habe, erweitert um das Flash, das ich zur Verfügung stelle. Das heißt, wenn ich die Datenbank alle Blöcke angreife, habe ich dann letztendlich alle Blöcke lokal in meinem SSD liegen. Ich muss sie nicht mehr von der Storage lesen. Alles, was sich ändert, wird sehr wohl zu der Storage zurückgeschrieben. Ich habe meine Hochverfügbarkeit, ich habe eine Backup-Lösung, alles auf der Storage, alles, was ich brauche. Und ich habe die IOs lokal. Ja? Zu einem Bruchteil dessen, was andere Lösungen kosten. Und die Frage ist, ob ich da wirklich die ganze Datenbank im Cache brauche. In Wirklichkeit meistens nicht. Ja? Andere Möglichkeit, wir haben ASM heute schon gehört, ne? Ich kann ASM dazu benutzen. Was meine ich damit? Ich mache eine Normal Redundanzi, das heißt, ich habe zwei separate Spiegel. Ein Spiegel liegt auf meiner Storage, ein Spiegel liegt auf dem lokalen Flash. Dann kann ich bei Oracle einstellen, und das geht jetzt definitiv in der Standard Edition, kann ich eine sogenannte ASM Preferred Read Group, Fail Group einstellen. Das heißt, lesen tust du nur, wo ich es dir sage, lokal im Flash. Schreiben muss er auf beide. Das kann ich jetzt mit jeder Standard Edition machen. Und auch hier den Vorteil, ich mache den IO lokal im Flash. Ich brauche nicht die Mörderinfrastruktur nach hinten. Da reicht mir vielleicht sogar Gigabit-Anbindung zur Storage. Für den Betrieb, nicht für so Sachen wie initiales Befüllen, das Fahrt. Aber ich entlaste mein IO-System, ich entlaste meine Infrastruktur. Ich muss dort nicht mit 4x16 Gigabit reinfahren, es reicht mir einmal 16, 8 Gigabit oder einmal 10 Gigabit, ja, die reichen vollkommen aus. Wir haben es heute schon ein bisschen abgewandelt gehört, ja. Nur Hubraum ist Wohnraum, er grinst schon. Ja. Warum ist es sein Ausspruch, den habe ich vor allem jetzt Copyright Matthias. Ja. Was meint er damit? Es geht einfach darum, dass jeden IO, den ich eben in der Verarbeitung machen muss, der kostet mich Zeit, und auch wenn es nur eine Millisekunde ist. Das ist gegenüber den Nanosekunden, wenn es im Cache steht, immer noch etwas, was sehr, sehr, sehr lange dauert. Das heißt, wo sollte man hinkommen? Alles das, was ich für meine Verarbeitung permanent brauche, sollte ich ins Cache bekommen. Und da widersprechen halt leider einige Architekturen, die da herumlaufen. Das Zweite, was ich aber trotzdem brauche, ich brauche die Möglichkeit, meinen Lockwriter schnell zu flashen. Das heißt, den Lockwriter IO muss ich rauskriegen. Das heißt, nur dahinter irgendein langsamer Plotten wird auch nicht gehen. Ja, weil dann ist die der Bottleneck. Das heißt, worauf kommt es wirklich an? Warum soll ich überhaupt eine IO machen, wenn es Memory viel schneller ist? Wenn man zu Kunden kommt und schaut, wie viel lesende, wie viel schreibende IOs magst, dann findet man sehr oft sowas. Sowas. Ich habe auch schon 120 gesehen. Ja. Was heißt das? Entweder haben die Leute viel Zeit, ja, oder der Storage-Vertrieb war sehr, sehr erfolgreich. Nicht der Server-Vertrieb, weil da hätte er mehr Memory eingekriegt in die Server. Ja. Die sind nicht richtig beraten worden. Das ist designfalsch. Und das passiert leider bei viel zu vielen Kunden. Warum? Ja. Das ist das, was aus meiner Sicht heutzutage sinnvoll wäre. Nicht beim Start, wie die Instanz startet, da muss ich mehr machen. Ja? Aber im Laufe im Betrieb, nach ein paar Stunden, nach ein paar Tagen, sollte die durch sein. 1 zu 1, sogar drunter. Ja? Wir haben bei der aktuellen 700 GB Buffer Cache noch nicht nachgeschaut, wo wir liegen. Ja? Bei 320 sind wir gelegen bei ungefähr 1, ganz wenig zu 1. Das heißt, wir haben unwesentlich mehr gelesen wie geschrieben. Viel weniger wird es dann immer werden. Warum? Es gibt immer wieder Blöcke, die Oracle lesen muss, um etwas zu parsen, um Undo und. Also ganz ohne Lesen werden nicht auskommen. Aber 1 zu 1, 2 zu 1 sollte durchaus möglich sein. Und zwar zu erschwinglichen Preisen. Wenn ich jetzt die gesamte Investition mir anschaue, was kostet mir Storage, was kostet mir Infrastruktur, was kostet mir Server, dann muss ich halt das Geld dorthin geben, was am meisten bringt. Und das ist halt in vielen Fällen Memory. Nicht in allen. Es gibt Ausnahmen. Ja? Hauptspeicher kostet um Faktoren weniger wie Storage. Weil ich habe nicht nur Storage, ich habe auch die Anbindung dazu, ich muss und so weiter.
Ich zahle keine Oracle-Lizenzkosten für die Aufarbeitung. Was ich nutze, sollte ich auch zahlen. Also wenn ich 10 Cores habe, soll ich 10 Cores zahlen, wenn ich sie nutze. Aber nicht, weil wir 6 davor IO machen und 2 verarbeiten. Performance für die Endbenutzer wird drastisch besser. Nämlich wirklich drastisch besser. Das heißt, worauf kommt es wirklich an? Es kommt darauf an, dass sich die Host-CPU, dort wo Oracle rennt, damit beschäftigt, was sie tun will. Nämlich verarbeiten, Benutzeranfragen befriedigen. Mein Business tun. Die Host-CPU soll sich nicht darum kümmern, dass ich irgendein File-System-Geschichtel mache und ein Logical-Volume-Manager-Geschichtel mache und dann pfff. Das kostet Kraft. Das kostet Zeit. Ja? Aus dem BAC, den wir bei der EGA gemacht haben, habe ich eine kleine Grafik geklaut. Ja? Oracle DNFS versus VMDKs. DNFS hat 8-mal mehr IOPS geschafft. 4-mal mehr Megabyte pro Sekunde. Warum nur 4-mal mehr Megabyte pro Sekunde? Wir sind an der Physik angestanden. Ja, also wir haben die Anbindung des Servers voll ausgenutzt. Ja, mehr ging nicht mehr. Die Host-CPU war dabei 20% niedriger. Also 8-mal so viel getan mit 20% weniger CPU. Klar? Ja, das war so eine kleine Grafik dazu. Ja. Das war der IO-Test über NFS. Das war mit der Server-Datenbank der IO-Test über VMDK. Ja, die Laufzeit haben wir auf die gleiche Länge gestellt. Ja. Und das ist einfach der vierfache Durchsatz gegen das. Ja. Macht es einen Sinn, dass ich meinen Datenbank-Server damit beschäftigt, Backups zu machen? Ja. Bei vielen Kunden ist die Antwort immer noch, ja. Ja. Man kann eine 100 Terabyte Datenbank in wenigen Sekunden snapshotten. Ja. Wie lange dauert das Restore für die 100 Terabyte? Wenige Sekunden. Stellen Sie sich mal vor, wie lange Sie brauchen, um eine 100 Terabyte Backup irgendwo zu schreiben. Und dann wollen Sie das Zeug restoren. Ja, da reden wir von Tagen. Das heißt, je mehr Intelligenz ich in meiner Storage nutzen kann, sinnvoll nutzen kann, desto besser ist es für meinen Betrieb. Ich muss eine Restore und Recovery machen, das sieht sie aus, auch bei 100 Terabyte. Ja, wenn ich es von einem Backup-Bundle runterlesen muss, ja, da beschäftige ich mehrere Leute, weil sie müssen sich alle 8 bis 10 Stunden mal ablösen gegenseitig, damit dass sie im Bundle-Laufwerk zuschauen beim Rödeln. Nicht so ideal, oder? Ich kann diese Snapshots dann automatisiert auf eine andere Storage kopieren. Wie viel muss ich beim ersten Mal kopieren bei einer 100 Terabyte Datenbank? 100 Terabyte. Wie viel kopiere ich beim nächsten Mal? Das Delta. Genau. Und zwar je nachdem, wie die Frequenz ist. Ja, wenn ich zum Beispiel alle Stunden Snapshot, ist das Delta klein. Wenn ich einmal am Tag Snapshot, ist das Delta ein bisschen größer. Aber es ist immer noch etwas, was in einer Zeit geht, die sinnvoll ist. Ja? Was für einen Vorteil hat das dann, wenn ich das auf eine andere Storage gleich weiterschiebe? Ich habe ein Backup. Ein Snapshot ist kein Backup, solange auf der gleichen Storage liegt. Dadurch, dass ich ihn auf zweite Storage auslagere, habe ich aber ein Backup. Ich muss halt nur dafür sorgen, dass die zweite Storage von der ersten unabhängig ist. Woanders steht, ja? Nicht an der gleichen USV hängt und so Spielereien. Ich kann diese Snapshots dann zum Beispiel auf der Backup-Storage nehmen und bei Bedarf auf irgendein anderes Medium kopieren, sei es auf Band. Das mache ich aber jetzt nur wofür? Für Langzeitarchivierung. Das verwende ich nicht für Restore und Recovery. Ja? Und ich brauche dafür nicht die teuren Oracle-Lizenz-CPUs. Den Snapshot kann man auf ein System mounten, was nicht einmal Oracle drauf hat, und dort ziehe ich es mit der Backup-Software auf Tape. Und da sparen wir schon wieder eine Lawine an Geld. Warum muss ich zwangsweise, damit in meinem Betrieb, jetzt gehen wir weg von der Datenbank, in meinem Betrieb, damit meine Leute ein Excel aufmachen können, ein Word aufmachen können, warum muss ich da irgendwelche File-Server haben? Wenn Storages das teilweise out of the box können. Ich brauche nur mehr wozu mein Windows-Server zum Beispiel.
fürs Active Directory, für Zugriffskontrolle. Ich brauche es aber nicht mehr für File-Service anbieten. Auch das kann eine ganze Menge an der Infrastruktur reduzieren. Warum? Was ist, wenn ich einen File-Server habe? Da muss ich es von der Storage zum File-Server schicken und der File-Server schickt es dann weiter, statt dass ich es gleich direkt zum Client lasse. Ja? Das heißt, TIFFs direkt bieten nicht alle an. Ja? Wenn ich nur SAN oder S-Klasse habe, kann ich es nicht machen. Ja, habe ich schon erzählt. Worauf kommt es noch an? Nun, Entschuldigung, darauf kommt es an. Ich brauche nicht die 1 Million IOPS. Ich brauche eine Lösung. Und das Problem ist, dass wir nicht alle gleich sind. Bei den einen schaut die Applikation so aus und das Zugriffsverhalten so aus, bei den anderen schaut es anders aus. Und die Lösung ist ja auch nicht immer gleich. Ja? Nur wenn ich keinen habe, der sich hinsetzt, das anschaut, was ich brauche und dann einen Lösungsvorschlag macht, sondern wenn ich hergehe und sage, ich kaufe immer schon bei dem Storage-Hersteller und ich kaufe immer schon bei dem Server-Hersteller und meine Infrastruktur war immer schon so, dann macht es relativ wenig Sinn. Wir brauchen Funktionalität in Storages, damit ich nicht unnütz Sachen über meine teure Infrastruktur, meine teure lizenzierten Server schleifen muss. Alles, was die Hardware machen kann, was ich nicht mit Software schlagen muss, erspart mir letztendlich Geld. Auch wenn vielleicht die Storage ein bisschen mehr kostet. Klar braucht die Storage trotzdem eine gewisse Leistung. Aber ich brauche oft nur einen Bruchteil von dem, was mir eingeredet wird. Ich brauche nicht 5 Millionen IOPS. Ich brauche vielleicht 300.000 IOPS. 500.000 IOPS. Aber das ist auch von Kosten her eine andere Preisklasse. Da bewegen wir uns woanders. Ja. Zusammenfassung, die Schlacht um die Millionen IOPS für Datenbank ist komplett sinnlos. Total schwachsinnig. Ich werde es mir nicht leisten können und wollen, das überhaupt nutzen zu können. Da kostet man einfach alles viel zu viel. Wichtig ist im Vorfeld was ist die Anforderung? Und aufgrund der Anforderung kann ich dann eine Lösung finden, die passt, die weniger Geld kostet, die flexibler ist, die mir das Leben erleichtert. Oracle-Datenbanken laufen dann effizient, wenn sie mehr schreiben als lesen. Das ist noch bei den meisten Kunden nicht angekommen. Ich erzähle es aber erst seit 10 Jahren. Also, einer der Gründe mag gewesen sein, dass Server mit viel Memory lange Zeit unbezahlbar waren. Die Zeit ist vorbei. Server mit was ich, 700 GB Memory haben vor 3-4 Jahren noch Schweinegeld gekostet. Ja, sie kosten immer noch ein Geld. Aber wenn ich jetzt alle diese Kostenfaktoren, Infrastruktur, Oracle-Lizenzen, Storage-Kosten zurechne, kostet es nichts. Das ist ein Rundungsfehler. Und dann habe ich trotzdem die Diskussionen bei Kunden, warum soll ich mehr wie 128 GB Memory kaufen für meine 18 Produktivdatenbanken? Ja, es ist irgendwie ein Missionierungsprojekt und ich hoffe, ich habe es Ihnen näher gebracht, warum. Wenn nicht, ich komme auch gern persönlich mal vorbei, versuche es nochmal zu erklären.